Ja, liebe Zuschauer, auf der Suche nach Superlativen und auf der Suche nach Abenteuer bin ich hier an diesem Stand hängen geblieben, am Stand der Emirates. Hier präsentiert die Emirates ihren neuen A380 in einem Stand der Superlativen. Der höchste ITB-Stand, ja, Emirates ist wieder mit der großen Weltkugel hier, wie wir diesen Stand auch von den Jahrzehnten her kennen. Zwischendurch hat man sich ja mal für einen anderen Stand entschieden, aber jetzt ist sie wieder da, die große Weltkugel. 9,5 Meter, damit der höchste ITB-Messestand hier. Und sage und schreibe, ich muss jetzt nochmal drauf gucken, ob es wirklich so ist, ja, es ist so, 11.300 Arbeitsstunden, um diesen Stand hier so aufzustellen, wie er ist. Also wirklich das, ein paar Zahlen und Datenfakten. Der Superlative, der höchste ITB-Stand und mit Sicherheit auch der aufwendigste ITB-Stand hier auf der Messe in Berlin. Wir gehen einmal ganz kurz rum hier. Hier wird nämlich im Hintergrund gerade der neue A380 vorgestellt mit seinen königlichen Suiten. Und wenn wir da gleich mal durchgehen, werden Sie sehen, in welchem Luxus, in welchem Komfort hier mittlerweile in der Luft quasi gereist werden kann. Wir gehen einmal ganz kurz nach vorne. Und sehen jetzt im Hintergrund, wenn wir uns jetzt mal hier drehen, auf diesem gigantischen Messestand die große Kugel. Glasplatten sind dort verbaut worden und nicht zu wenig. Wie gesagt, in 11.300 Arbeitsstunden, die hier in diesem Messestand drinstehen. Also gigantisch. So, jetzt gehen wir einmal ganz kurz rein. Denn wir dürfen hier quasi alles, hat man uns gesagt. Wir sollten uns wie zu Hause fühlen. So, jetzt schauen wir uns an. Wir stehen jetzt hier vor der Emirates A380 Shower Spa Kabine. Ja, Sie haben richtig gehört, liebe Zuschauer. Es gibt eine sogenannte Shower Spa Kabine. Luxus pur. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade 10 Stunden in der Luft gewesen und finden dann eine solche Shower Spa Kabine vor. Unglaublich. Jetzt gehen wir mal hier in die Gastronomie noch mal kurz. Hier um die Ecke. Natürlich im Flugzeug etwas aufwendiger oder etwas größer verbaut. So, wir sind jetzt hier in der Bar des neuen A380. Auch hier das Detail in Perfektion, wenn wir das sehen. Ja? Luxus pur. Unglaublich. Diese Holzarmaturen. Leckereien natürlich auch hier auf der Messe. So, jetzt sind wir einmal rund hier und sind wieder vor der großen Panoramawand hier im Messestand der Emirates. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Superlativen, Abenteuer. Abenteuer kann man ja nicht nur in Ländern finden, sondern Abenteuer beginnt ja quasi schon im Flug. Und das wäre für mich das richtige Abenteuer mit dem A380, der übrigens von München in alle Destinationen der arabischen Länder quasi fliegt, Dubai und so weiter und so fort. Und von Dubai kommt man dann quasi in die ganze Welt. Ja, und ich kann das nur empfehlen, jedem, der ein Abenteuer erleben will. Ich werde es definitiv mal machen, werde es ausprobieren, vielleicht sogar in der First-Class-Kabine, aber ich glaube, die habe ich Ihnen noch nicht gezeigt, oder? Habe ich die schon gezeigt? Haben wir schon gezeigt, aber ich zeige sie Ihnen nochmal. Natürlich auch hier großer Andrang an der First-Class-Kabine des neuen A380 der Emirates. Man sieht hier auch, dass wirklich bei den Geschäftsleuten, die ja solche Klassen dann in Anspruch nehmen, wirklich das Interesse groß ist. Und wenn man da mal reinschaut, ja, das ist ja dann auch wirklich wiederum hier auch Luxus pur. Naja, da ist ja auch genug Platz dann in der Maschine. So, hier kann man ja quasi dann drin schlafen, die Schlafkabine. Alles dabei, was man braucht, die ganzen Accessoires. Unglaublich. Gut, ja. Ja, für mich ganz klar so. Abenteuer nicht nur in den Destinationen, sondern Abenteuer auch bei der Airline. Emirates hat da mit Sicherheit den Vogel abgeschossen hier auf der Messe. Die Superlativen an sich, angefangen vom höchsten Messestand bis wirklich zum interessantesten Interieur des Fliegers A380. Und da bleibt mir nur noch, die entsprechenden Prospekte mitzunehmen hier, damit ich nachher weiß, wo und wie ich buchen kann.